Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch einen neuen Lautsprecher unserer Intelligent Home Series vor, den Sirium 1400 ABT. Dabei natürlich nicht nur eine Vorstellung, sondern ich zeige euch auch, wie der Lautsprecher eingerichtet wird. Bei dem Sirium 1400 ABT handelt es sich um einen WLAN-Lautsprecher, der zum einen auf Internetmusikquellen wie Amazon oder Spotify Music zugreifen, aber auch über das Netzwerk mit lokaler Musik bespielt werden kann. Zusätzlich unterstützt der Sirium 1400 ABT Bluetooth Audio Streaming, das heißt, ich kann ihn einfach mit Bluetooth mit meinem Handy koppeln und dann Musik von meinem Handy auf dem Lautsprecher abspielen. Der eigentliche Clou am Lautsprecher ist aber, dass wir Amazon Alexa komplett in dem Lautsprecher verbaut haben. Das heißt, wir haben drei Mikrofone mit Farfield-Konfiguration verbaut, die dazu dienen, den ganzen Raum abzudecken, also damit man von jeder Stelle im Raum den Lautsprecher per Sprache steuern kann. Im Gegensatz zu anderen Sprachlautsprechern haben wir bei unserem Smart Speaker speziell Wert auf den Klang gelegt. Es ging uns einfach darum, dass es wirklich Spaß macht, mit ihm Musik zu hören, mit einer starken Soundleistung auch mal fürs Wohnzimmer bietet und man wirklich seine Lieblingstitel genießen kann. Wenn ihr den Lautsprecher das erste Mal aus der Packung nehmt und anschließt, befindet er sich bereits im Einrichtungsmodus. Das erkennt ihr daran, dass die WLAN-LED pulsiert. Sollte das nicht der Fall sein, einfach die WLAN-Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt halten und der Lautsprecher wechselt automatisch in den Einrichtungsmodus. Zum Einrichten des Lautsprechers benötigen wir natürlich eine eigene App, in dem Fall die Hama Smart Audio App. Die findet ihr ganz regulär im Google Play Store oder im iOS App Store. Die habe ich hier natürlich schon installiert und darauf zeige ich euch jetzt auch, wie die Einrichtung abläuft. Wir starten einmal die Hama Smart Audio App und werden von einem kleinen Startbildschirm begrüßt. Anschließend befinden wir uns in der Geräteübersicht, die natürlich noch leer ist. Hier einfach auf den großen Einrichten-Button einmal klicken und weitere Lautsprecher hinzufügen auswählen. Es erscheint dann auch eine Anleitung auf dem Bildschirm, was zu tun ist. Einfach dieser Anleitung folgen und auf WLAN-Einstellungen klicken. Hier soll ich nun eine Verbindung zum Lautsprecher aufbauen, also zu einem eigenen WLAN-Netzwerk, was der Lautsprecher im Moment generiert hat. Das ist in dem Fall Sirium Setup mit einer Zahlenfolge. Das wähle ich hier aus und die Verbindung wird aufgebaut. Wenn das vom Smartphone entsprechend bestätigt wird, einfach über die Zurück-Taste zurück in die Hama-App. So, die Hama-App erkennt nun, dass der Lautsprecher da ist, baut eine Verbindung damit auf und als nächstes erscheint der Einrichtungsbildschirm, womit ich den Lautsprecher mit meinem eigenen WLAN verbinden kann. Ganz oben habt ihr die Option, den Gerätenamen zu ändern, wenn ihr wollt. Das ist natürlich wichtig, wenn man mehrere Lautsprecher in einem Netzwerk hat. Dann möchte man ja gerne unterscheiden, welcher Lautsprecher welcher ist, dann hier einfach den Namen vergeben. Ich werde das jetzt einfach beim Standard belassen, da ich ja nur diesen einen Lautsprecher einrichte. Weiter unten habt ihr die WLAN-Auswahl. Hier ist bereits euer WLAN markiert, beziehungsweise das WLAN, mit dem das Smartphone verbunden ist. Könnt ihr also im Regelfall einfach lassen und ihr müsst nur noch unten beim WLAN-Schlüssel euren WLAN-Schlüssel auch eintragen. Wenn ihr den WLAN-Schlüssel eingegeben habt, einfach mit OK bestätigen. Werdet ihr nochmal kurz gefragt, ob es auch wirklich das richtige Netzwerk ist, das einfach nochmal bestätigen. So, die Zugangsdaten sind jetzt an dem Lautsprecher übertragen. Der Lautsprecher baut jetzt eine Verbindung zu eurem WLAN auf und anschließend wird es auch auf dem Smartphone bestätigt, dass die Einrichtung erfolgreich war. Außerdem erkennt ihr das an der WLAN-LED auf dem Lautsprecher, wenn diese nicht mehr pulsiert, sondern ganz normal leuchtet, dann ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Die App bestätigt dann einmal kurz, dass es erfolgreich konfiguriert ist und ihr könnt es einfach mit OK bestätigen. Nun landet ihr direkt in der Amazon Alexa Anmeldung. Denn um Amazon Alexa zu verwenden, benötigt ihr natürlich ein Amazon Konto, was ihr wahrscheinlich ja schon habt. Wenn nicht, habt ihr hier dann auch die Möglichkeit, eines zu erstellen. Hier einfach auf Melden Sie sich mit Amazon anklicken. Und entsprechend wird die Amazon-Seite geöffnet. Wenn ihr bereits ein Amazon-Konto habt und auch auf eurem Smartphone die Amazon Shopping App installiert ist, dann kommt hier einfach nur eine kurze Bestätigung, ob man das zulassen möchte, dass dieser Lautsprecher sich mit dem vorhandenen Amazon-Konto verbindet, so wie es hier jetzt auf meinem Smartphone der Fall ist. Solltet ihr nicht eingeloggt sein, dann kommt natürlich ganz normal die Abfrage nach Benutzername und Kennwort. Wir bestätigen jetzt einfach kurz mit Zulassen, dass wir diesem Lautsprecher auch wirklich die Genehmigung erteilen wollen, unser Amazon-Konto zu verwenden.
So, zurück in der Hammer-App muss ich noch einmal die Sprache wählen, über die ich mich mit Alexa unterhalten möchte. In meinem Fall ist es natürlich Deutsch. Und anschließend dann mit OK bestätigen. Im Prinzip war es das nun mit der Einrichtung. Die App zeigt euch noch ganz kurz ein paar Vorschläge an, was ihr alles mit Alexa tun könnt. Könnt ihr jetzt einfach mit OK wegklicken. Und dann seid ihr schon wieder direkt in der Geräteübersicht, wo ihr jetzt natürlich den Sirium 1400 ABT aufgelistet seht. Die Einrichtung des Lautsprechers ist nun abgeschlossen und als nächstes könnt ihr den Lautsprecher auch in der Alexa-App finden. Das heißt, falls sie noch nie installiert ist, einmal kurz im App Store, also wie gesagt, wieder Google Play Store oder iOS App Store, reingehen und die Amazon Alexa-App runterladen, starten und anmelden. Das habe ich natürlich hier jetzt schon gemacht. Ich wechsle einmal kurz rüber in die Amazon Alexa-App, gehe dann hier ins Menü rein und dann auf Einstellungen. Hier kommt jetzt eine Übersicht aller Lautsprecher, die am Amazon Alexa-Konto angemeldet sind. Sollte noch keiner angemeldet sein, taucht natürlich nur unsere hier auf. Habt ihr schon Amazon Echo oder ähnliches, stehen die hier auch mit drin. Einfach den Hammer Speaker hier auswählen und dann könnt ihr hier die Einstellungen für den Speaker vornehmen. In dem Fall ist es jetzt wichtig, dass ich den Gerätestandort auswähle. Das heißt, ich kann hier festlegen, wo der Lautsprecher steht. Das mache ich hier bei Gerätestandort, geben Sie einen Straßennamen ein. Das wähle ich kurz aus und dann tippe ich meine komplette Adresse ein. Dadurch weiß Alexa, wo ich wohne bzw. wo der Lautsprecher steht. Anschließend klickt ihr einfach auf Speichern. Schon ist der Ort für den Lautsprecher festgelegt. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem Wetter frage, weiß sie sofort, für welchen Standort sie das Wetter abfragen kann. Alexa, wie wird das Wetter morgen? Morgen gibt es in Monheim Schauer mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 8 Grad und einer Tiefsttemperatur von 1 Grad. Wird also eher ungemütlich morgen, da weiß ich schon mal, wie ich mich morgen anzuziehen habe. Eine kurze Anmerkung zu Amazon Alexa. Die Sprachassistentin benötigt in jedem Fall eine stabile Internetverbindung, um korrekt antworten zu können. Außerdem sollte man einmal nicht wollen, dass Alexa auf das Zauberwort reagiert, dann kann man Alexa sozusagen auf stumm schalten. Das funktioniert einfach mit einer kleinen Taste am Lautsprecher, wo auch das entsprechende durchgestrichene Mikrofonsymbol drauf ist. Einfach kurz drücken bzw. gedrückt halten, dann leuchtet der Lautsprecher auch rot auf und entsprechend ist Alexa nun stumm geschaltet. Das heißt, ich kann sie ansprechen, es wird aber nichts weiter passieren. Wenn ich sie wieder aktivieren möchte, genau dasselbe. Kurz länger drücken und schon ist Alexa wieder aktiv und hört mir quasi zu. So, das war es dann soweit auch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eine kleine Hilfestellung bei der Einrichtung unseres Smart Speakers geben. Sollten noch Fragen offen sein, gar kein Problem. Ihr könnt jederzeit bei uns in der technischen Produktberatung durchrufen. Da werden wir euch natürlich sofort Rede und Antwort stehen. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch viel Spaß mit unserem neuen Smart Speaker zu wünschen und natürlich noch einen kleinen Musikwunsch an Alexa abzugeben. Alexa, spiele meine Lieblingsmusik. Deine Musik wird abgespielt.